Hallo Leute und herzlich willkommen zur Fortsetzung meines Jan-Japan-Videotagebuchs. Als mir der Herr Wimmer vor ungefähr einem halben Jahr erzählen wollte, dass Tokio ein Dorf sei, da habe ich ihn nur ausgelacht und habe gedacht, wie soll das denn gehen? Heute stelle ich fest, dass es vollkommen zutrifft, denn während ich hier sitze und mit Sakiko über Gott und die Welt schwätze, sitzt Yamachan aus der Ishimaki-WG zwei Stühle weiter. Und als er mich erkannt hat, hat er mich für heute Abend in ein Izakaya eingeladen. Am folgenden Tag ging ich zur Art Gaia Galerie. Da fand nämlich die Vernissage von Seika Kumatsu statt. What is this? Ah, post. Zu dieser Party war auch Tomoyoshi Sakamoto eingeladen und die beiden gaben eine kleine Live-Performance. Im Anschluss zu dieser Veranstaltung hatte ich ein Wiedersehen mit Sakiko und die Gelegenheit, zwei ihrer Freundinnen kennenzulernen. Ah, leck, 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 leck. How was Japan? How was Japan? Great. Great. Japanese traditional. Kanpai. Sakura-chan, Kyopu-san desu. タイガーだ。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  Take on me von AHA läuft jetzt glaube ich zum 15. Mal hier. I'm using my feet too, you know, you can see it. Oh no, I can see it. I'm using too. This is Doraemon. Doraemon. Japanese animation.
Crazy Japanese. Gut gestärkt konnte es ja dann jetzt weitergehen, und zwar ist die Vernissage von Saeka jetzt auch vorbei und die wollten auch noch ein bisschen feiern gehen, deswegen gehen wir jetzt nach Shibuya in den Air Club. Bestellung. Bestellung. This means hola, right? Yeah. Let's do that. This is all tuna, but fat is tuna. Uh-huh. Middle fat tuna and no fat tuna. Uh-huh. And this is chunk tuna. This is what is this name? What, I forgot the name. Tai. Tai. Hi. Oh, is it? I see. I like this one. Das Vorglühen vor dem Weggehen funktioniert in Tokio eigentlich fast genauso wie in Deutschland, nur dass man hier nicht zur Tankstelle rennen muss, wenn man nichts mehr hat, sondern man kann einfach in einen dieser vielen 24-Stunden-Supermärkte gehen, wo man wirklich alles bekommt, was man so zum Vorglühen braucht. Jo, da wollte ich mal den Tsukiji-Markt sehen, doch wer hätte gedacht, dass der am Sonntag zu hat. Also eigentlich hat er nur am Mittwoch zu, das hat man mir jetzt schon gesagt, aber am Sonntag wohl auch. Deswegen muss ich halt wohl ein andermal reinziehen. Ne? Oh, warm. Oh, warm, Janai. Janai? Janai.